Herzlich willkommen, ich möchte dir jetzt zeigen, wie man mit dem Computer Wendekärtchen machen kann. Hier siehst du ein Wendekärtchen, das ich bereits gemacht habe. Auf der einen Seite eine Frage und auf der anderen natürlich die entsprechende Antwort. Ja, Wendekärtchen dienen ja dazu, Wissen, das man bereits schon erworben hat, zu vertiefen, zu wiederholen. Und ich möchte also hier auf einer DIN A4 Seite, hier haben wir das Blatt, auf der einen Seite die Fragen anbringen. Und auf der Rückseite dann dementsprechend die Antworten dann festlegen. Das hat den Vorteil, dass ich ein Blatt doppelseitig ausdrucken kann und dann einfach hier entlang der Linien mit der Schere dann hier die entsprechenden Kärtchen ausschneiden kann und ich habe auf der Rückseite dann gleich die entsprechenden Antworten. Das Ganze geht natürlich nicht nur jetzt im Sinne von Doppeldruck, das heißt, dass ich doppelseitig ausdrucke, sogenannter Duplexdruck, sondern ich kann natürlich auch die Seiten einzeln ausdrucken und dann diese dann doppelseitig kopieren oder sie zusammenkleben und dann zum Beispiel sie laminieren und dann eben solche Kärtchen dann erzeugen. Wie das im Computer geht, möchte ich dir jetzt gleich zeigen. Ich möchte jetzt zeigen, wie man solche Wendekärtchen mit dem Computer erzeugen kann und hierbei empfehle ich, sich kostenlose Software zu verwenden. Und ich empfehle dir hier entweder LibreOffice zu verwenden, das ist hier die Internetadresse, du könntest es hier herunterladen, oder eben OpenOffice zu verwenden. Beides unterscheidet sich, was das Video hier betrifft, das ich hier mache, nur sehr geringfügig. Ich werde dir das jetzt mit LibreOffice zeigen. Wenn du auf deinem Computer aber OpenOffice installiert hast, ist das natürlich auch keine Schwierigkeit. Du kannst dieses Video auch mehr oder weniger 1:1 verwenden. Man startet also jetzt hier OpenOffice oder LibreOffice und gibt in diesem Fall hier, wenn man schon installiert hat, den Begriff Draw ein. Es gibt hier also das Modul Draw, sowohl bei OpenOffice als auch bei LibreOffice. Ich gehe jetzt hier zu LibreOffice herein und starte das und habe jetzt hier diese Oberfläche, die sich im Großen und Ganzen, wie gesagt, von der OpenOffice-Oberfläche noch nicht so stark unterscheidet. Als erstes geht es letztlich darum, dass ich hier dieses Blatt hier, man nennt es auch eine Folie, so einrichte, dass ich meine Wendekärtchen, Fragen und Antworten ganz bequem darauf einrichten kann. Und als erstes geht es einmal darum, dass ich hier das Seitenformat überprüfe. Ich möchte hier eine DIN A4 Seite haben, die ist hier bereits eingestellt. Hier auf Folie und habe hier die Seitenränder auf 1 cm eingestellt. Diese Einstellung würde ich dir auch empfehlen, sofern sie natürlich mit deinem Drucker kompatibel sind. Das heißt, du kannst auch bis zu 1 cm dann an den Rand drucken. Das dürfte aber heutzutage keine große Schwierigkeit mehr darstellen. Nachdem ich hier diese Seitenformat überprüft habe, geht es darum, sogenannte Fanglinien festzulegen. Fanglinien dienen eigentlich hauptsächlich der Orientierung. Sie werden nicht mit ausgedruckt, sondern sie helfen mir dann, mich hier auf dieser Folie besser zurechtzufinden. Ich möchte das jetzt hier gleich einmal ganz praktisch zeigen. Ich möchte hier eine senkrechte Fanglinie hineinbringen. Das ist eine Linie, die hier senkrecht nach unten geht. Ich werde mir jetzt diese Fanglinie holen, gehe jetzt hierher, drücke die linke Maustaste, wenn ich hier drauf bin mit dem Mauspfeil. Und es verändert sich der Mauszeiger nach links und rechts und schiebt sich hier rein. Man sieht schon, ich möchte sie in die Mitte geben. Ich kann sie, wenn ich es gedrückt lasse, verschieben. Und die Mitte wäre hier dann auf dieser DIN A4 Seite bei 9,5 cm. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich es genau getroffen habe, gehe ich hier drauf, rechte Maustaste, Fanglinien bearbeiten und habe jetzt hier 9,5 cm eingestellt. Das passt hier. Wenn ich es verstellen wollte, könnte ich hier zum Beispiel 10 cm eingeben, es wandert nach rechts. Ich gehe wieder Fanglinie bearbeiten und richte hier dann 9,5 ein. Das passt also soweit jetzt hier senkrecht. Das Blatt ist gewissermaßen jetzt hier senkrecht halbiert und ich möchte dann dementsprechend auch hier meine Kärtchen dann natürlich dann hier einfügen und mache das jetzt hier mit einer Fanglinie von oben herunter. Ich ziehe das jetzt hier runter, wieder mit gedrückter linker Maustaste und ich möchte, dass meine Wendekärtchen hier eine Größe von 6 cm haben. Deswegen habe ich das jetzt hier heruntergezogen, diese Fanglinie. Wenn ich wieder auf sicher gehen möchte, gehe ich wieder Fanglinie bearbeiten. Da sehe ich schon, ich war etwas ungenau. Gehe auf 6 cm. Habe sie also auf 6 cm eingestellt, hole mir dann die nächste Fanglinie, wieder mit gedrückter linker Maustaste, geht sie auf 12 cm, kontrolliere wieder, ob das passt, diesmal passt es, gehe jetzt hierher, drücke die linke Maustaste, lasse sie gedrückt, gehe auf 18 cm, überprüfe das wieder, dann die nächste Fanglinie hole ich mir dann,
gehe dann auf 24 cm. Ich schaue, ob das jetzt passt. Nicht ganz. Ich habe jetzt also hier diesen Bereich eingestellt. Dieser Bereich ist dann leider Ausschuss. Den werde ich dann nicht später bedrucken. Jetzt habe ich also insofern hier mir diese Felder eingeteilt. Auf dieser einen Seite werde ich also vier Wendekarten, vier Wendekärtchen dann dementsprechend haben. Jetzt geht es darum, dass ich auch hier Linien zeichne. Wozu brauche ich die Linien? Ja, wenn ich diese DIN A4-Seite dann ausdrucke, möchte ich anhand dieser Linien, die ich jetzt hier einzeichne, dann auch schneiden können mit der Schere. Und das mache ich hier mit einer Linie. Und da stelle ich dementsprechend hier dann eine bestimmte Linienbreite ein, eine Farbe und hier einen Typ, den diese, also wie sie ausschauen soll, könnte ich hier zum Beispiel fein gestrichelt nehmen und kann jetzt hier eine Linie zeichnen. Ich gehe jetzt einmal hierher, ziehe die hier runter, möglichst gerade. Und man sieht schon, dass diese Linie hier von oben nach unten geht. Und wenn ich mit der Maus drauf fahre, dann verändert sich der Mauszeiger. Und das bedeutet, dass ich diese Linie verschieben kann. Und ich schiebe sie jetzt genau daher. Und da sehe ich schon, dass sie ein bisschen schief ist. Das heißt, ich gehe daher und richte sie mit der linken Maustaste hier aus. Man sieht schon, wie toll diese Fanglinien sind. Diese Fanglinien sind hundertprozentig gerade. Ja, jetzt habe ich hier die senkrechte Linie für das Durchschneiden des späteren Blattes einmal erzeugt. Und das Ganze möchte ich natürlich jetzt auch auf der rechten Seite, also waagrecht ebenfalls machen. Gebe dann herein, nehme diese Linie und ziehe sie jetzt einmal hier einfach herein. Versuche es möglichst waagrecht zu machen. Und kann dann dementsprechend die dann herunterziehen. Dann. Du siehst, kann ich sie herunterschieben. Habe das soweit dann geschafft, dann ziehe ich noch eine Linie, damit das Ganze vielleicht schon hinunter, damit das Ganze noch einmal schneller geht, könnte ich einfach hergehen und könnte hier dann zum Beispiel auf Bearbeiten kopieren gehen, drücke rechte Maustaste einfügen. Und er hat dann, das ist ein bisschen verwirrend hier, er hat dann auf der bestehenden Linie eine andere Linie erzeugt und die könnte ich dann einfach herunterholen. Ich ziehe sie jetzt hier aber einfach so auf und habe dann dementsprechend diese Linien hier wieder erzeugt. Und dann komme ich natürlich drauf, wenn ich das ausschneiden möchte, wäre es nicht schlecht, wenn ich hier auch noch einen Rand hätte. Ziehe diese Linie auch dann hier auf, bis ich dann zum Schluss dann auch hier die Linien auch senkrecht habe. Da gehe ich noch mal her und ziehe auf der anderen Seite das hier ebenfalls auf. Ich habe dementsprechend hier schon schön diese Seite dann vorgegeben. Ich habe also hier diese Vorbereitungen gemacht. Und dann kommt als nächstes, ich möchte auch die Rückseite dann bedrucken. Nämlich hierher gehe, auf der linken Seite, mache rechte Maustaste kopieren, gehe jetzt hierher, rechte Maustaste einfügen und ich habe hier dann die erste Folie, die zweite Folie, also die erste Seite und die zweite Seite. Und habe hier schon meine schönen Vorgaben. Jetzt geht es im Prinzip nur noch darum, hier Inhalte einzufügen. Und da habe ich es erst recht praktisch empfunden, dass ich mir meine Wendekärtchen dementsprechend vornummeriere. Denn beim Ausdruck entspricht nicht hier praktisch das erste Kästchen, auch hier dem ersten Kästchen. Es ist ja seitenverkehrt, wenn man es eben entlang dieser langen Linie hier ausdruckt. Und dann gehe ich hierher und füge jetzt hier ein Textfeld ein, drücke und gehe dann und schreibe hier dann zum Beispiel, wenn ich es breit genug gemacht habe, sieht man dann auch was. Da habe ich hier zwei Einser, 11 wollen wir nicht. Und kann hier dann in sehr bequemer Art und Weise dann auch hier dieses Textfeld dann zum Beispiel ausrichten. Könnte jetzt hierher gehen und zu meiner Erinnerung dann hier in die zweite Folie gehen und füge dann hier auf der rechten Seite ebenfalls einen 1 ein. Und so weiß ich dann, wenn ich hier nämlich dann auf der ersten Folie eine Frage stelle, zum Beispiel könnte ich hineinschreiben, wie lautet der Name der Landeshauptstadt von Oberösterreich.
Da habe ich hier auf diese ersten Folie dann die entsprechende Frage. Man kann dann hier in die zweite Folie gehen und kann hier gleich dann die Antwort einfügen. Und mache hier wieder ein Textfeld auf und schreibe dann hier die entsprechende Antwort hinein. Und das kann ich dann so lange wiederholen, dass ich eben dementsprechend hier wieder die Fragen einfüge, hier in der unteren Folie dann die Antworten. Und das kann ich dann natürlich durch Kopieren dann diese Folien immer wieder erweitern und kann dann beinahe unzählige Folien dann einfügen. Dann ist es natürlich sinnvoll, diese Datei zu speichern, wenn man sie öfter verwenden möchte. Geht auf Speichern unter und wählt dann halt den entsprechenden Dateinamen und speichert diese Datei dann ab. Was noch praktisch ist, man kann hier mit dem Zorro-Modul von LibreOffice oder auch OpenOffice natürlich diese Datei dann als PDF-Datei exportieren. Ich kann dann hergehen, gehe auf Exportieren, wähle mir Exportieren aus, wähle mir einen Dateinamen aus, klicke auf Speichern und die Datei wird dementsprechend erzeugt. Ich habe jetzt hier eine Datei, eine PDF-Datei und du siehst, dass ich hier dann, hier ist die Frage und hier ist dann die dementsprechende Antwort. Wenn ich dann genug Fragen formuliert habe, kann ich dann zum Beispiel hier aus dem PDF-Programm heraus dann diese Datei drucken. Ich gehe auf Drucken, stelle mir hier dann zum Beispiel, wenn ich die Möglichkeit habe, mit meinem Drucker das zu machen, Papier beidseitig bedrucken ein und schon werden diese Seiten dann beidseitig ausgedruckt. Druck ist natürlich auch möglich hier aus dem Tor-Modul. Ich gehe einfach auf Drucken, wähle mir hier den entsprechenden Drucker aus, könnte hier dann zum Beispiel hier diesen Laserdrucker wählen oder eben hier diesen. Dann, nachdem ich zufrieden bin, hier dann die Druckeinstellungen vornehmen, gehe auf Eigenschaften und könnte hier dann zum Beispiel bei meinem Drucker hier den beidseitigen Druck dann auf automatisch stellen und es würde auch doppelseitig ausgedruckt werden. Ja. Ich hoffe, dir insofern geholfen zu haben und wünsche dir viel Spaß mit dem Erzeugen von Wendekarten, Wendekärtchen.